Ich hoffe, ihr seid alle gut ins Wochenende gestartet. Freitag 19 Uhr, Primetime. Mittlerweile kennt ihr das ja. Zeit für Queen of Cologne. Teresa konnte Spiel 1 gewinnen, aber ich glaube, das letzte Wörtchen ist ihr noch nicht gefallen. Was nimmst du dir vor für Spiel 2? Nochmal alles geben, weil sonst ist vielleicht das letzte Spiel für heute. Das könnte sein. Wärst du, glaube ich, nicht so unglücklich drüber, wenn sie jetzt gleich ihr letztes Spiel macht für Queen of Cologne. Was ist der Gameplan? Auch nochmal alles geben, fokussiert bleiben, konzentriert Kopfleger und Würfe nehmen. Genau. Yes. Ich bin gespannt. Spiel 2, Halbfinale 2, jetzt für euch. Let's go. Für die kleine Unterbrechung mitten im Spiel, Leute. Aber ihr habt euch wahrscheinlich alle gefragt, Alter, was sind das für nice rote Bälle, mit denen Queen of Cologne gespielt wird? Das ist der Chicago Throwback von mir. Da steht auch noch Paul Gode drauf. Ein nicer Ball, egal ob für drinnen oder für draußen. Den Link gibt's hier in der Beschreibung. Natürlich Size 6 und Größe 7 für die Männer. Abchecken.
schönes Spiel gesehen, ein gutes Spiel gesehen mit Overtime. Ja, 6:5, du musstest sie niederringen. Sie hatte keinen Bock zu verlieren, das hat man gesehen. Du hast immer wieder geblockt, gut dagegen gehalten. Es hat ein bisschen was gefehlt. Was hat am Ende dann doch den Unterschied gemacht? In der Offense kam ich nicht wirklich vorbei. Da muss ich noch dran arbeiten. Yes, das hat man gesehen. Also du bist tough in der Defense. Du hattest zwei sehr schöne Step-Throughs übrigens, einer meiner Favorite-Moves. Einmal kurz bekommt ihr jetzt die Step-Throughs von Maya zu sehen. Ja, geiler Move. Und der Move of the Game neben den beiden Step-Throughs, die ihr gerade gesehen habt, war auf jeden Fall ein Killer-Crossover. Du hattest zwei davon, von links auf rechts. Einen hast du gemacht mit rechts, oft war sie aber noch gut da. Auch ein bisschen Kraft gelassen jetzt im Halbfinale, obwohl es 2-0 zu Ende gegangen ist, oder? Ja, es ist immer ein bisschen frustrierend, wenn man halt mal so einen Korbleger oder so einen Wurf daneben macht. Es raubt immer richtig viel Energie. Deswegen muss man halt echt bis zum Ende durchhalten. Yes, vor allem, wenn man vielleicht einen leichten hatte und den dann vergibt, dann tut es doppelt so weh. Vielen Dank, Maya, erstmal an dich. Du hast ja auch eine junge Karriere, wie alle Teilnehmerinnen eigentlich. Und ich bin mir sicher, dass es noch weit nach oben geht. Und ja, war sehr schön, dich dabei gehabt zu haben. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Yes. Ist auf jeden Fall geil, dass es jetzt sowas auch für Frauen gibt. Nice. Sehr gerne. Es freut mich, euch eine Plattform zu geben. Und ein bisschen von dir sehen wir noch. Finale gegen Lisa. Das könnte auch eher anstrengend werden. Wie ist so dein Gefühl fürs Finale, vorm Finale? Ich glaube, das wird jetzt, das Finale wird das physischste Spiel. Sie kann halt auch gut werfen. Ja. Das heißt, muss auch immer contesten. Ja. Ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch drauf. Könnt ihr auch machen, denn das erste Finale, 19 Uhr am Sonntag natürlich, für euch. Ich habe auch Bock drauf. Ihr könnt ja jetzt schon mal kommentieren, was ihr glaubt. Ihr habt Lisa spielen sehen, ihr habt Theresa spielen sehen, wo die Reise hingeht, wer den ersten Queen of Cologne-Titel mit nach Hause nimmt. Und wir sehen uns übermorgen 19 Uhr wieder mit dem ersten Finale. Es wird nice.